Ricktastisch geht es weiter auf der Map, die Küche von Seabro mit der Snake-Selten. Und ich kann nur sagen, die Map ist genial. Die erinnert mich irgendwie an The Room. Aber ich glaube, die ist nicht vom selben Hersteller. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Und das ist, wie der Name schon sagt, eine Küche. Und ich bin jetzt hier genau in der Bratpfanne. Das sind vermutlich Zwiebelstücke, die angeröstet werden. Oder vielleicht Pommes? Oder Knoblauch? Irgendwas. Jedenfalls bin ich hier in der Bratpfanne. Da drüben ist der Kühlschrank. Dann hier hängt so ein kleines, aber feines Bild. Erste-Hilfe-Kasten. Ja, der ist definitiv nicht fehl am Platz für Breakfast. Dann da hinten eine Mikrowelle. Was haben wir hier noch? Richtig, ich hab die Map gesehen und habe einfach gedacht, einfach nur genial, da muss ich drauf spielen. Und es ist eher eine Sniper-Map, also man kann da weder mit Granaten wirklich zu den Gegnern hinwerfen. Ja, was noch gehen würde, ist so irgendwie Orion, damit vielleicht. Aber schon eine richtig feine Sniper-Map eigentlich. Und jetzt hoffe ich, dass es gleich losgeht. Ich wollte noch vor der Runde ein bisschen anfangen zu reden, um die Map so zu erklären, denn die ist echt, ich weiß nicht, richtig detailgetreu. Und ich fühle mich so irgendwie wie in Toy Story. So wie eine kleine Spielfigur. Weil die Größenverhältnisse passen ja mal überhaupt nicht. Ich bin kleiner als eine Bratpfanne. Was? So eine kleine Spielfigur. Ein Armeesoldat, der hier jetzt Brickshots verteilen muss. Oder möchte. Oder darf. Hier ist sogar, das ist so eine Dunstabzugshaube, soll das, glaube ich, darstellen. Dann da oben geht es noch irgendwo auf so einen kleinen Kasten hinauf. Auf die Dachverstrebungen. So, gut, jetzt darf dann losgehen. Es darf losgehen. Es darf dann langsam losgehen. Bitte SpongeBob, leite die Runde ein. Ich würde mich sehr... SpongeBob hat gesprochen und jetzt geht's gleich los. Erster Bam. Und ich bin im Zwiebel gefangen. Oh, weg, 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 weg. So. Das war ja gleich mal ein Start. Boah, der hängt hier irgendwie. Und da oben ist auch jemand, der schaut mich ganz finster an. Komm nochmal her. Komm her. Oh. Und deshalb würde ich mir niemals eine Rüstung mit diesem blauen Rauch kaufen. Denn da sieht man sofort, wo der... Oh, jetzt hier von rechts. Wo der Spieler in etwa... Wo war der? Wo der Spieler in etwa hinläuft. Genauso diese Flügel mit dem Rauch. Sind taktisch sehr unklug, wenn man sich die... Holt. Meine Rüstung produziert keinen Rauch oder irgend sowas in der Art. So, das ist die seltene Snake. Die ist im Prinzip genauso wie die normale Snake auch. Nur, dass sie in ein paar Werten ein bisschen besser ist. Boah, was geht denn hier gerade ab? Ich muss mal einen Daumen bekommen, alle nur so ein bisschen. Wieso führen wir 12? Das ist ja mal ein ordentlicher Start. Respawn Schutz. Und Respawn. Uaha, hui. Nein! Oh mein Gott! Ich habe vom vorigen Video diese Waffe ausgerüstet. Das ist die Harrier. Wie mickrig die doch ist. Also, von der Größe her. Auf die kommt es ja nicht immer an, aber trotzdem ist die recht klein. Nein, jetzt habe ich keine gute Zweitwaffe hier. Okay, damit muss ich wohl leben. Ich bin jetzt hier in der Mitte am Tisch, am Silbertableau, werde ich sozusagen serviert hier für die Feinde. Wortwörtlich. Nachladeteil habe ich jetzt gar nicht umgewechselt, denn Granaten bringen hier gar nichts. Und das weitreichende Nachladeteil muss ich eigentlich gar nicht wechseln. Weil das braucht man mit der Snake nicht. Ich glaube kaum, dass ich hier 50 Schüsse raushauen kann, ohne dass ich vorher einmal sterbe. Denn das ist auch der einzige große Vorteil an der Snake eigentlich, dass sie so viele Schüsse hat und die seltene hat dann noch mehr Schüsse. Sozusagen. Ah, hier in der Mitte, da geht es gleich eher ab. Da findet man die Leute besser. Aber da im Kühlschrank, das hat mir eben nicht so gut gefallen. Hey, der hat auch die Snake selten. Oder habe ich mich verschaut? So, boah. Obwohl ich mir dann später vermutlich ein gemütliches Plätzchen suchen sollte. Komm, noch einmal. Plätzchen. Mh, lecker. Jetzt muss ich an Plätzchen zum Essen denken. Passt ja auch hier in der Küche. So, Harrier. Ich mach dich platt mit der Harrier. Wenn du mal stehen bleiben würdest und nicht so herumruckeln, wäre das nett. Die Harrier geht ordentlich ab. Nicht... Wo bin ich jetzt? Im...
Aha, in der Waschmuschel. Vermutlich. Ist es die Waschmuschel? Ich denke schon. Hygiene steht natürlich an erster Stelle. Bei Hygiene fängt die Gesundheit nämlich an. Sagt zumindest die Werbung. Komm nochmal her. Durch deinen Rauch sehe ich, wo du in etwa bist. So, jetzt geht er hier rüber. Und jetzt bist du weg. Deshalb ist der Rauch nicht so gut. Ich weiß nicht, wieso man sich dieses Teil kauft. Klar, wenn es lustig aussieht, kann man machen. Aber ich verrate meinem Feind doch nicht freiwillig, wo ich mich befinde. So, kann ich jetzt woanders hingehen? Ich glaube, da habe ich schon mal geschaut. Da ging es nicht wirklich. Da gibt es hier irgendeinen Geheimgang. Aber man kommt nicht raus. Tja! Hilfe, ich will da raus. Ich will da raus. Lasst mich doch hier raus. Oh, nein, das habe ich jetzt verpasst. Oh, das wäre eine schöne Gelegenheit. Ah, da war jemand so schön. Hätte ich den hier abmurksen können. So, dann springe ich hier irgendwie aus dem Waschbecken hinaus. Auch wenn es mein Leben kosten wird. Und ein Sprung noch. Komm. Hüpf doch. So, jetzt aber. Nein, jetzt kommen die Granaten. Geh weg mit den Granaten. Gib's weg. Gib's weg. Okay. Wenn es nicht die Granaten waren, dann eben dann doch die Sniper. So. Wieder in der Bratpfanne. Da, wo alles angefangen hat. Du entkommst mir nicht, mein Lieber. Geh weg, Respawn-Schutz. Geh weg. Boah, jetzt habe ich Glück gehabt. Das war schon viel zu lange. Aber manchmal weiß man nicht, wie lange geht der jetzt noch? Dieser Respawn-Schutz. Hat der gerade angefangen oder ist der schon bald wieder aus? Nein! Nein! Mann, 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 Mann. Bleib hier. Oh, wo klettert der hin? Der Kühlschrank ist der gefährlichste Ort. Da muss man, glaube ich, ziemlich gut aufpassen. Was soll... Oh! Was soll das eigentlich für ein Küchenutensil sein? Also ich koche ja auch ziemlich gerne, aber sowas habe ich, glaube ich, nicht zu Hause. Ist das ein Pürierstab oder... Es sieht auf jeden Fall ziemlich gefährlich aus. Also wenn ich hier jetzt so davor stehe als kleiner Minimi, habe ich durchaus Angst davor. Ach, komm, bleib mal kurz eine Sekunde länger stehen. So, jetzt komme ich von diesem Gerät hier hervor. Wow, da drüben. Nein! Da drüben war jemand. Aber die ist echt cool. Als Sniper-Map. Also wenn er Sniper hat, der kann da auf... Wow, jetzt bin ich direkt inmitten des Raumes. Der kann auf dieser... Wer? Boah, ich dachte, du bist es. Ha, aber ich brauche sowieso nicht auf die Secondary wechseln. Wenn ich hier diese krasse Stecherwaffe habe. So, also die ist echt sowas von spaßig als Sniper-Map. Ich würde mir mehr solche Maps wünschen. So, es gibt ja der Room. Das ist so ein kleiner Raum. Ich glaube, das ist ein Spielzimmer, so ein Kinderzimmer irgendwie. Mit Bett oder so. So oft habe ich die noch nicht gespielt, aber ein paar Mal schon. Und jetzt hier die Küche. Was wäre noch cool, vielleicht irgendwie so ein großer Raum. Hm, Küche, ja, Wohnzimmer. Klar, aber das sieht ja jedes gleich, also jedes komplett anders aus. Küche ist eher so Tisch, Waschbecken. Da gibt es ein paar Sachen, die man da machen kann. Klo vielleicht, na, vielleicht auch nicht. Ein Klo, was hat man noch so? Schlafzimmer. Ah, hier oben? Ist der noch da? Ja, natürlich. Dr. Kaminski. Darf ich Bekanntschaft mit meinen Geistergranaten machen? Ah, komm, komm, komm. Bleib mal stehen. So, jetzt. Danke. Was ist das eigentlich? Oh, keine Ahnung. Sowas habe ich nicht in meiner Küche stehen. Soll ich da auf den Esstisch raufklettern? Ich komme hier jetzt irgendwie nicht mehr. Oh, nochmal, nochmal. Zweimal die gleiche Stelle. Hier geht's. Wo? Oh. Wo bin ich da jetzt? Hey, coole Jump-and-Run-Einlage. Dumm-di-dum. Boah, komm her. Dumm-di-dum und schwupp-di-wupp. Soll ich noch einen Stock weiter rauf? Ach, hier kommt man zum Kühlschrank. Moment, das hat gerade nicht so geklappt. Komm, jetzt. So. Jump-and-Run-Schilling in Action. Wo bin ich denn hier? Oh, das ist eine böse Stelle. Hui. Hier wird mich ja wohl keiner erwarten. Boom. Bam. Und... Nein. Was? Fetten Damage genommen. So, jetzt aber ruhig. Und jetzt. Komm schon. Es geht nicht.
Okay, ich gebe auf. Ich gebe mich geschlagen. Ich will noch was von der Runde mitbekommen. Aber hier geht das nicht. Mann. Nein. Nein. Dummer Schilling strikes again. Wie doof kann man nur sein? Wo war ich da? War das der Kühlschrank? Jetzt bin ich im Labyrinth des Todes gefangen. Was? Geht's hier nur so raus? Nein, hier auch irgendwie. Hallo? Egal, ich klettere hier nach draußen. Also man kann sich schon verirren in so einer Küche als kleiner Mensch. Oh, beste Stelle. Beste Stelle hier ganz oben. Oh, da hätte ich einen sicheren Headshot verteilen müssen. So. Oh, genial. Wieso komme ich da erst zu spät hin? Bleib mal stehen. Genial, genial. Oh, jetzt sehe ich nur seinen Kopf. Das ist böse. Aber nicht böse genug. Hier auch jemand. Oh, LP Tobias. Nein, bleib stehen. Komm schon. Dein Respawn-Schutz. Ich hasse ihn. So, jetzt aber. Und ein Schuss noch. Nein. So klein, dieser Spalt. Okay, so cool ist die Stelle vielleicht nicht. Oh, doch. Ich mag sie. Aber wo komme ich da jetzt hin? Ah, hier kommen die Schüsse. Hier kommen die Schüsse auf eure Nüsse. Los, los, los. Wer will noch? Komm hervor, ich sehe dich doch. Hier. Da war wieder so ein Rauch und ich habe den Spieler durch die Wand gesehen. Also, ja, ja, diese Ausrüstungen, die so einen Rauch und so weiter erzeugen, kann ich nicht empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, also hier kann man echt die ganze Runde verbringen. Aber schon langsam muss mich da doch jemand... Oh, Dr. Kaminski, hat der keine Sniper? Mit Granaten kann er hier nicht draufwerfen. Da ist wohl die Entfernung zu groß. Ui. Okay, bam. Da hätte ich dich jetzt nicht erwartet. Beacon war das? Nein, Moongun. Moongun. Jetzt bin ich schon wieder hier und unten. So, Dr. Kaminski. Ah, man sieht sich immer zweimal im Leben. Jetzt hat er mich gehört. Jetzt habe ich nur das hier. Nur das hier habe ich. Boah, getroffen. Und komm schon einmal noch. Ja, boah, habe ich ein Glück. Das war ein Glück. Normal versage ich bei sowas immer. Puh. So, die Zeit vergeht schnell. Auf so einer Map. Die Küche von Seabro. Brofist, mein lieber Bro. Die Map bekommt mein Lob, also richtig cooles Konzept, habe ich noch nicht gesehen, so eben außer The Room. Aber da hat man schon so ein richtig spannendes Feeling, als so ein kleiner Fruchtzwerg, der sich hier durch die Küche durchkämpft. Dr. Kaminski schreibt auch, war lustig, kann ich nur zustimmen. Und jetzt noch kurz die Snake, 8 Tage, nein, nur noch 8 Tage, sie hat 2 weniger Rückstoß. Hier, sie hat 0,3% mehr Feuerrate und sie hat ein größeres Magazin, das heißt mehr Schüsse, wodurch man das Nachladeteil vermutlich nicht braucht. Zumindest ich habe es nicht benötigt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wer mir jetzt 2 Snakes in die Hand drückt, einmal selten und einmal normal und beide gleich anmalt, ich würde den Unterschied nicht merken. Glaube ich nicht. Also so viel besser ist die bestimmt nicht, aber... Auf jeden Fall coole Sache, ich werde die Tage noch ausnutzen, dann habe ich sie noch irgendwann 14 Tage, die werde ich dann bestimmt auch aufmachen. Und dann geht's Bricktastisch beim nächsten Mal weiter und dann hoffentlich nicht mit der Harrier. Halt, stopp, so schnell geht's nicht. Hier noch die Aufnahme, auf die wir alle total abgehen, wie ich die Waffe denn gewonnen habe. Ich habe angefangen, wo die Chancen bei 4% waren und hier war sie in der rechten oberen Ecke, die Snake. Und ich mache gleich direkt weiter, denn 3,3, 3,4%, das ist schon recht viel. Und es sind wirklich nicht mehr viele Karten übrig zum Umdrehen. Und was ich da gewinnen werde, gibt es bestimmt in einem anderen Video. Geht in Deckung! Geht in Deckung!